Okay, ich habe im letzten Jahr unzählige Antivirenanbieter getestet und ich kann und muss sagen, dass einige von ihnen einfach nicht den Schutz bieten, den sie versprechen. Und das macht dein Gerät nicht nur anfällig für Malware und fiese Bedrohungen, sondern bekommst du auch einfach nicht das, wofür du bezahlt hast. Also lass mich meine besten Antivirus-Kandidaten durchgehen und erklären, warum die einzelnen Anbieter einen Platz auf dem Podium verdient haben. Alle heute erwähnten Softwares sind für unterschiedliche Nutzergruppen gut geeignet, also beachte ihre Vor- und Nachteile, um das Beste für dich ganz persönlich zu finden. Los geht's mit TotalAV. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Top-Antivirus-Anbieter ist, wie gut sie Bedrohungen erkennen und dein Gerät schützen können. Unabhängige Testinstitute haben festgestellt, dass TotalAV 100% der 4 Wochen alten Malware erkennen kann. Das sind ältere oder häufigere Bedrohungen und daher leichter zu erkennen. Aber was ist mit Zero-Day-Malware, die tendenziell weniger bekannt ist? Auch hier schneidet TotalAV nicht schlecht ab und erreichte 2023 in beiden Tests verteilt über das ganze Jahr den Branchendurchschnitt oder besser. Diese Ergebnisse allein machen deutlich, dass TotalAV vertrauenswürdig ist und alle gutgläubigen Menschen würden sich damit zufrieden geben, aber ich ticke da vor allem beim Thema Cybersecurity etwas anders. Deshalb habe ich 10 bösartige Dateien absichtlich auf meinem Gerät platziert und einen Scan durchgeführt. Und die Ergebnisse waren super. TotalAV entdeckte 10 von 10 Bedrohungen, brauchte nur 12 Minuten, beanspruchte während des Scans allerdings bis zu 90% meiner CPU. Neben den Erkennungsraten sind natürlich die Sicherheitsfunktionen ein weiterer wichtiger Bestandteil des Pakets. Mit TotalAV gibt es Echtzeitschutz, was bedeutet, dass du immer geschützt bist. Ich würde im Jahr 2024 keinen Anbieter nutzen, der eine so wichtige Funktion nicht hat. Und das geht Hand in Hand mit dem Schutz vor Ransomware. In den letzten Jahren haben Cyberkriminelle solche Angriffe in eine milliardenschwere Industrie verwandelt, also sollten wir verhindern, dass wir ihre Gehälter finanzieren. Abgesehen von den Standardfunktionen hat TotalAV einige zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die ich sehr schätze. Eine davon ist der Passwortmanager. Mit ihm kannst du all deine Anmeldedaten sicher speichern, organisieren und abrufen, wann bzw. wo auch immer du sie brauchst. Außerdem kann ich mit dem Generator komplexe, schwer zu knackende Passwörter für all meine Online-Konten erstellen. Noch etwas tiefer im Funktionstunnel findet man dann TotalAV's VPN. In der Welt der Antivirenprogramme ist das kein einfaches Thema, denn es ist schwer mit eigenständigen und konzentrierten VPN-Tools zu konkurrieren. Aber trotzdem, wie schlägt sich TotalAV's VPN? Naja, mit unbegrenzten Daten ist es schon mal ziemlich gut unterwegs und was mich noch mehr beeindruckt hat, ist die Geschwindigkeit. In einigen Fällen ist TotalAV echt richtig flott. Aber die Serverliste und die Funktionalität sind im Vergleich dazu eher blass. Wenn du bereits Top-VPNs benutzt hast, könnte sich dieses VPN recht eingeschränkt anfühlen. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, wie den Adblocker, der aufdringliche oder potenziell schädliche Werbung entfernt, während man online surft. In manchen Fällen können sogar Video-Ads blockiert werden und das auf Plattformen, die ich an der Stelle nicht namentlich erwähnen sollte. Videoplattform, ihr wisst schon. Und schließlich ist da dann noch der Schutz vor Identitätsdiebstahl. Wenn es um die persönlichen Daten geht, ist das ein Geschenk des Himmels, denn er stellt sicher, dass nichts wirklich Wichtiges bzw. Sensibles nach außen dringt und oder online verkauft wird. Das sind natürlich alles hervorragende Sicherheitsfunktionen, aber die Experten zu Hause werden wissen, dass TotalAV immer noch keine Firewall hat. Und das finde ich weiterhin sehr schade, auch weil viele andere der Top-Anbieter da einen Schritt voraus sind. Trotzdem empfehle ich TotalAV aus unzähligen anderen Gründen, besonders für Anfänger. Mir gefällt, dass die Haupt-Desktop-App einfach zu bedienen ist, möglicherweise, weil sie ein ordentliches und traditionelles Antivirus-Layout hat. Sie wirkt auf mich überhaupt nicht unübersichtlich und ich kann alles schön leicht finden. Für einen Anfänger ist das ein großer Vorteil, man bleibt in einem Fenster, die Scans sind hier zu finden und auch auf die fortgeschritteneren Tools kann man nur von hier aus zugreifen. Außerdem sind die mobilen Apps mit vielen Funktionen ausgestattet, funktional und einfach zu bedienen. Ich würde sogar behaupten, dass TotalAV der beste Antivirus für iOS ist, vor allem wegen der langen Liste an Funktionen. Es ist selten, dass ein Antivirenprogramm für iOS so viele Funktionen bietet, geschweige denn speziell zugeschnittene.
Okay, und ganz unabhängig von der Geräteanzahl sollte natürlich niemand überhöhte Abogebühren zahlen. Daher die Frage, wie viel kostet Total AV im Vergleich zu anderen? Naja, sie bieten verschiedene Tarife an, wobei Total Security wohl der beliebteste ist, weil er alle Funktionen enthält und bis zu 6 Geräte abdeckt. Allerdings ist das dann logischerweise auch der teuerste Tarif von allen. Für Einsteiger sollte der Pro-Tarif ausreichen, der mit knapp 20 Euro für das erste Jahr wirklich im Rahmen liegt. Vergiss aber nicht, dass du mit einem längeren Abonnement in der Regel immer ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst. Die besten Deals und Angebote findest du wie gewohnt über die Links in der Videobeschreibung weiter unten. Alright, kommen wir zu einem weiteren Best Antivirus 2024 Kandidaten, Norton Antivirus. Bei diesem Anbieter liegt der erste Beweis direkt auf der Hand. Bei unabhängigen Tests wurde in allen Kategorien hervorragend abgeschnitten. Und wir sehen, dass sie schon seit Jahren Bestnoten für Sicherheit und Schutz erhalten. Auch bei der Erkennung von 0 Tage und 4 Wochen alter Malware liegt Norton Antivirus mindestens im Branchendurchschnitt, wenn nicht besser. Nach diesen Infos war es keine Überraschung, dass es auch in meinem Test so gut abgeschnitten hat. 10 von 10 aufgespürte Bedrohungen, so soll das sein. Ich muss allerdings fairerweise sagen, dass es im Vergleich zu einigen Konkurrenten eine Menge mehr Systemressourcen verbraucht hat. Daher ist es besser, dein Gerät in Ruhe zu lassen, während du einen vollständigen Scan durchführst. Ein spannender Vorteil von Norton sind aber die Extras, die du bekommst. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Smart Firewall, die sich von anderen Best-Antivirus-Software-Produkten abhebt. Außerdem handelt es sich um eine stille Zwei-Wege-Firewall, die viel fortschrittlicher ist als zum Beispiel die integrierte Windows-Firewall. Selbstverständlich gibt es auch Echtzeit- und Ransomware-Schutz, aber eine wirklich einzigartige Ergänzung ist die Kindersicherung. Je nach Tarif kannst du alle Arten von Überwachungseinstellungen vornehmen und Websites auf eine Whitelist setzen, um das Surfen für deine ganze Familie sicherer zu machen. Davon abgesehen kannst du unterschiedliche Regeln für verschiedene Kinder einrichten, was bei vielen anderen Antivirenanbietern so nicht möglich ist. Und es gibt noch viele andere praktische Funktionen, wie zum Beispiel den Passwortmanager. Ich würde sagen, der Funktionsumfang ist hier ziemlich ordentlich mit einfacher Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten und sogar QR-Code-Scanning für noch mehr Komfort. Und dann ist da auch noch das VPN. Damit kann ich sehr gut privat surfen und dank des Killswitches habe ich keine IP- oder DNS-Lags festgestellt, während ich connected war. Das Beeindruckendste ist für mich aber, dass die Android- und Windows-Versionen sogar Split-Tunneling haben. Eine Funktion, mit der ich einstellen kann, welche App sich über die verschlüsselte Verbindung laufen lassen möchte und welche nicht. Abgesehen davon könnte ich jetzt noch lange weiter über die verschiedenen Sicherheitsfunktionen von Norton sprechen. Da wären noch Dinge wie Systemoptimierung, Safecam, Anti-Tracking, sicheres Surfen oder sogar Dark Web Monitoring. All diese Funktionen zusammen ergeben ein wirklich beachtliches Sicherheitsarsenal. Klingt nach ganz schön viel, oder? Könnte es also sein, dass du bei dem Versuch, all diese Funktionen zu finden und auszuprobieren, verwirrt wirst? Naja, um ehrlich zu sein, ist die Installation und Einrichtung von Norton ein Kinderspiel und auch wenn ich die Benutzeroberfläche intuitiv und angenehm finde, solltest du vielleicht wissen, dass sich viele Funktionen in neuen Fenstern öffnen, was ein wenig unübersichtlich und nervig sein kann. Aber da gibt es nun wirklich Schlimmeres und ich möchte hervorheben, dass ihre Desktop- und mobilen Apps viele Funktionen haben und dass ich dank des Dashboards jederzeit auf einen Blick sehen kann, wie es um meinen Schutz steht. Außerdem finde ich wichtig, kurz anzumerken, dass Norton zwar oft als teuer abgestempelt wird, aber man auch da bitte immer genau hinschauen sollte. Während die Preise für den Top-Tarif recht hoch sind, ja, unterscheidet sich der Einsteigertarif gar nicht allzu sehr von anderen Anbietern. Klar, er ist zwar recht einfach gehalten und deckt nur ein Gerät ab, aber der Tarif, der darauf aufbaut, enthält dann schon einige fortschrittliche Tools und ist monatlich gar nicht so viel teurer. Wenn du allerdings eine Menge Geräte abdecken bzw. schützen willst, dann kann dieser Anbieter tatsächlich höhere Summen verlangen und verhältnismäßig teuer sein. Rundum würde ich sagen, dass Norton ideal ist, wenn du etwas mehr Erfahrung hast, etwas mehr investieren kannst und einen wirklich zuverlässigen Schutz sowie erweiterte Funktionen haben möchtest. Falls das auf dich zutrifft, wirf unbedingt einen Blick in die Videobeschreibung, um die exklusivsten und stets aktuellsten Angebote zu bekommen.
Also gut, wenn du von Nortons Erkennungsraten schon beeindruckt warst, dann abwarten, bis wir sehen, dass Bitdefender ein weiteres Produkt mit absoluter Top-Bewertung ist. Darüber hinaus hat Bitdefender übrigens die Auszeichnung Produkt des Jahres von AV Comparatives öfter gewonnen als jeder andere Anbieter. Wenn das keinen Platz auf der Liste der besten Antivirensoftwares wert ist, dann weiß ich auch nicht. Die Erkennungsraten sind sowohl bei Zero Day als auch bei 4 Wochen alter Malware hervorragend, ganz zu schweigen davon, dass sie von einem wirklich seriösen Cybersecurity-Unternehmen stammen. Und habe ich bei meinen eigenen Tests was Erwähnenswertes gefunden? Naja, eigentlich nur Bestnoten, dank 10 von 10 gefundenen bösartigen Dateien. Der vollständige Scan hat etwa 15 Minuten gedauert und die CPU-Auslastung war ziemlich durchschnittlich. Das Thema Extras wird hier vor allem im Sicherheitsbereich großgeschrieben. Echtzeit- und Ransomware-Schutz, eine Anti-Tracking-Browser-Erweiterung und sogar eine Anti-Diebstahl-Funktion, mit der du dein Gerät aus der Ferne sperren kannst, wenn es verloren oder gestohlen wurde. Bitdefender stellt übrigens auch TotalAV ins Abseits, da es über eine Firewall verfügt, die zwar nicht so fortschrittlich ist wie die von Norton, mit der du aber trotzdem alle Verbindungen deines Geräts überwachen kannst. Auch die Profilfunktion gefällt mir super, denn so kann ich mein Antivirenprogramm an verschiedene Szenarien anpassen, anstatt es komplett zu deaktivieren, nur um die Leistung meines Computers zwischenzeitlich nicht zu beeinträchtigen. Es gibt alle möglichen Settings von Gaming über Arbeit bis hin zum Batteriesparmodus. Genau wie Norton ist auch Bitdefender einer der wenigen Anbieter, der eine Kindersicherung anbietet. Meiner Meinung nach ist das Ganze intuitiv aufgebaut und übersichtlich auf einem Dashboard untergebracht, während es über ähnliche Funktionen wie Norton verfügt. Außerdem wurde großzügigerweise auch ein VPN in die Tarife integriert, ohne zusätzliche Kosten zu verlangen. Mit Split-Tunneling, einem Killswitch und einer guten Anzahl von Servern ist das Angebot letztendlich also wirklich rund und sehr gut. Du solltest aber wissen, dass nicht das modernste Protokoll verwendet wird und es kein No-Log-Service ist, also wahrscheinlich nicht unbedingt die anonymste Option da draußen. Außerdem ist das VPN-Datenlimit von 200 MB wirklich, ja, keine Ahnung, lächerlich. Abgesehen davon bietet Bitdefender einen Passwortmanager, der wie das VPN nicht wirklich mit eigenständigen PM-Tools konkurrieren kann, aber trotzdem ein nettes Extra für Basic Use und Anfänger ist. Und apropos Anfänger, sie werden die Benutzeroberfläche ganz bestimmt sehr schätzen. Bitdefender ist einer meiner Lieblingsanbieter, weil das Dashboard so wunderbar übersichtlich gestaltet ist und alle Funktionen kategorisiert und schön integriert sind. Sogar der Passwortmanager und andere Funktionen können über die Tabs auf der linken Seite aufgerufen werden. Ich muss allerdings erwähnen, dass die Desktop-Versionen von Bitdefender zwar recht ähnlich sind, das bei den mobilen Versionen allerdings ganz anders aussieht. Wahrscheinlich ist Bitdefender der beste Antivirus für Android, allein schon deswegen, weil er eine lange Liste von Funktionen enthält. Am beeindruckendsten sind der Malware-Scanner, die App-Sperre und die Maßnahmen gegen Identitätsdiebstahl. Das iOS-Pendant ist im Vergleich dazu eher dürftig ausgestattet. Mit ein paar nützlichen Funktionen, Geräteschutz und einem VPN hat es insgesamt einfach deutlich weniger zu bieten, wenn es um tiefgehende Dinge geht. Alright, vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, um über Scale zu sprechen. Wie schneidet Bitdefender da im Vergleich zu den anderen Anbietern ab? Überraschenderweise sind die Preise ziemlich durchschnittlich und ein riesiger Preisvorteil ist, dass wir von Anfang an eine viel höhere Geräteabdeckung bekommen. Bevor ich jetzt zu einer wahrscheinlich recht überraschenden Empfehlung komme, möchte ich gleich mal allen Kommentaren zuvorkommen, die fragen, wo ist Kaspersky? Ich sag das ja schon seit einer ganzen Weile, aber gerne auch hier jetzt nochmal kurz und auf den Punkt gebracht. Da es sich um ein russisches Unternehmen handelt, werde ich diesem Anbieter meine Daten nicht anvertrauen und ihn auch in keiner Weise unterstützen. Genau wie viele andere Experten und Unternehmen auch. Das war's, weiter geht's. Surfshark ist ein Name, von dem ich noch vor ein paar Jahren nicht erwartet hätte, dass er sich in diesem Video wiederfindet. Doch dann kam plötzlich Surfshark Antivirus auf den Markt. Glaub mir, 2023 war auch ich erstmal skeptisch, bis sie dann aber eine ganze Menge ordentlicher Updates für ihre Software rausgebracht haben. Das Ergebnis ist eindeutig, Surfshark Antivirus ist seriös und blockiert 91% der Zero-Day-Malware-Angriffe und 100% der 4 Wochen alten Malware ziemlich beeindruckend. In meinen eigenen Tests führte Surfshark den schnellsten vollständigen Scan durch, entdeckte aber auch etwas weniger Dateien, 8 von 10. Trotz der niedrigeren Erkennungsrate ist es offensichtlich, dass Surfshark eine gute Arbeit leistet, um dein Gerät vor Malware zu schützen.
Aber kann dieser Anbieter mit den Funktionen eines dezidierten Antivirenprogramms mithalten? Naja, es gibt zwar keine Firewall und nicht mal eine Kindersicherung, dafür aber eines der besten VPNs auf dem Markt, gekoppelt mit einem Antivirusprogramm. Bedenke aber, dass du den Virenschutz nicht einzeln bekommen kannst, was für manche Anfänger oder technisch weniger versierte Personen ein kleiner Nachteil sein könnte. Ich möchte aber hervorheben, dass ich mit ihrem VPN alles machen kann, was nur wenige Anbieter auf dieser Liste von sich behaupten können. Wie Inhalte aus der ganzen Welt zu streamen, sicher zu surfen und sogar Zensur zu umgehen. Und das ist immer noch nicht alles. Es gibt nämlich auch das Surfshark One Bundle, das zusätzlich noch einen Werbe- und Tracker-Blocker, einen Data Breach Monitor und eine erweiterte sichere Suche beinhaltet. Das Allerbeste daran ist der Preis für das ganze Paket, denn er ist wirklich erschwinglich, wenn man bedenkt, was du alles dafür bekommst. Könnte es als eine der besten Antivirus-Optionen für Windows 10 oder 11 angesehen werden? Wahrscheinlich, denn sie haben jetzt auch endlich einen Echtzeitschutz für die Desktop-Apps eingeführt. Ich finde, wenn sie jetzt noch eine Firewall und ein paar weitere Funktionen hinzufügen, könnte uns das Ganze im Jahr 2024 ganz schön von den Socken hauen. Auf jeden Fall ist es auf allen wichtigen Betriebssystemen verfügbar und das Layout ist schön ordentlich und einfach zu bedienen. Hey, kurze Frage. Findest du dieses Video nützlich bzw. hilfreich? Falls ja, haben wir noch viele weitere Videos zum Thema Cybersicherheit auf Deutsch am Start, also abonniere herzlich gerne diesen Kanal. Also gut, ein weiterer Anbieter, der als einer der besten Antivirus-Optionen für Mac und Windows gleichermaßen gilt, ist Malwarebytes. Malwarebytes ist nicht nur ein Fan-Favorite, sondern schneidet auch in unabhängigen Tests gut ab und liegt sowohl bei 0 Tage als auch bei 4 Wochen alter Malware ziemlich im Branchendurchschnitt. In meinen eigenen Tests schnitt es soweit ganz gut ab, wenn auch nicht so gut wie einige andere auf dieser Liste. Es erkannte 7 von 10 Bedrohungen, aber ich schätze es sehr, dass dieser Anbieter eine extrem niedrige CPU-Belastung bei der Durchführung von Scans hat. Außerdem kannst du mit dem benutzerdefinierten Scan nach Rootkits suchen, was ein großer Vorteil ist, da diese zu den am schwierigsten zu erkennenden Malwares gehören. Was die Sicherheitsfunktionen angeht, hat Malwarebytes mit seiner Premium-Version viele der Must-Haves wie Echtzeit- und Ransomware-Schutz an Bord. Aber hier gibt's keine Firewall, was mich bei Branchenriesen immer noch verwundert und schon auch etwas stört. Das machen sie in diesem Fall aber mit einer einzigartigen Funktion wieder gut, nämlich dem sogenannten Exploit-Schutz. Dabei handelt es sich um eine fortschrittliche Sicherheitsfunktion, die Anwendungen oder Browser schützt, die durch verschiedene Schwachstellen ausgenutzt werden könnten. Abgesehen davon gibt es noch verschiedene Schutzmaßnahmen für dein Surfen in Form von einer Erweiterung oder einem Schutz vor bösartigen Websites, einem VPN mit über 500 Servern und dem modernsten und sichersten Tunnel-Protokoll auf dem Markt. Und das VPN ist außerdem No-Logs. Am beeindruckendsten ist aber die Remediation Map, etwas, das ich noch nie zuvor bei irgendeinem Antivirenprogramm gesehen habe. Sie zeigt an, wenn Malwarebytes potenzielle Bedrohungen auf Geräten erkennt, auf denen andere Antivirenprodukte installiert sind. Allerdings sind das dann alles nur Bedrohungen, die auf Windows-Geräten erkannt werden. Das ist zwar cool und hat einen netten spielerischen Touch, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass es zu 100% in Echtzeit funktioniert. Malwarebytes hat zwar eine Menge Funktionen, was in der kostenlosen Version aber ganz bestimmt nicht der Fall ist. Dank des fehlenden Echtzeitschutzes kann ich sie nicht für ernsthafte Anliegen empfehlen und bedenke außerdem, dass die Premium-Tarife etwas teurer sein können und du das VPN nur in den Top-Tarifen dazu bekommst. Okay, und zu guter Letzt kommt jetzt noch ein für viele wahrscheinlich eher überraschender Anbieter, nämlich NordVPN Threat Protection. Ein weiterer VPN-Dienst, der sich nun auf die Bekämpfung von Malware fokussiert, aber ist er tatsächlich genauso gut wie zum Beispiel Surfshark Antivirus? Tja, in dem Fall ist es ein bisschen schade, dass ich keine Ergebnisse von unabhängigen Testinstituten gefunden habe, auf die ich mich verlassen kann, also hoffen wir, dass sie das bald noch nachholen. In meinen eigenen Tests konnte NordVPN Threat Protection 8 von 10 Bedrohungen in Echtzeit erkennen. Dabei ist zu beachten, dass NordVPN Threat Protection nicht nur als Antivirenprogramm fungiert, sondern auch heruntergeladene Dateien gründlich scannt und verhindert, dass du auf bösartige Websites gelangst. Immerhin. Zusammen mit dem VPN garantiert es eine solide Online-Privatsphäre, blockiert Tracker, verhindert das Sammeln deiner persönlichen Daten durch Dritte und blockiert außerdem Werbung. NordVPN bietet 2 Versionen von Threat Protection an, die Lite- und die Standard-Version.
Die Lite-Version ist für alle Desktop-Geräte verfügbar und bietet alle der zuvor erwähnten Funktionen sowie ein vollwertiges VPN. Letzteres ist eine abgespeckte Version, die für Desktops, mobile Geräte oder als Browser-Erweiterung verfügbar ist und nur dann funktioniert, wenn du mit einem VPN-Server verbunden bist. Abgesehen von den Antivirenfunktionen ist dieses Sicherheitstool selbstverständlich ziemlich fortschrittlich, vor allem wenn man bedenkt, dass man ein erstklassiges VPN erhält, das derzeit das schnellste und modernste auf dem Markt ist. Die Landkartenoberfläche ist die benutzerfreundlichste, die ich je gesehen habe, und der integrierte Virenschutz ist wirklich schön einfach zu bedienen. Was die Kosten angeht, so sind, wer hätte es gedacht, die langfristigen Tarife am günstigsten und auch das Bundle ist wirklich erschwinglich, wenn man bedenkt, was man dafür alles bekommt. Also immer dran denken, dass all meine Top-Tipps sicher sind und dass du bei deiner Wahl deine persönlichen alltäglichen Online-Gewohnheiten berücksichtigen solltest. Jede Option hat nämlich, wie schon gesagt, ihre ganz eigenen individuellen Vorteile. Hast du ein Antivirenprogramm für Windows 10 oder 11, was du empfehlen würdest? Wie sieht es mit Antivirenprogrammen für Mac oder Mobilgeräte aus? Und falls du noch mehr Antworten brauchst, klicke einfach auf das jetzt angezeigte Video. Und vergiss nicht, alle Deals und Rabattangebote findest du auch weiter unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis bald.